bisschen wild, macht euch darauf gefasst. Ich komm von weit her, aus einer anderen Galaxie. Neue Folgen sind erschienen und wir nähern uns immer schneller dem Finale. Wie immer, Spoilerwarnung am Anfang, solltet ihr die neuesten Folgen noch nicht gesehen haben, so würde ich euch vorschlagen, das zu tun und dann zu diesem Video zurückzukehren. Auf geht's! Star ist Tom auf dem Dach von Marcos Eltern mit einem Picknick willkommen. Sichtlich glücklich, ihn wiederzusehen, wenngleich da natürlich das Fragezeichen bleibt, warum sie dann die Zeit bei Marco verbringt. Das ist nun endlich auch Tom aufgefallen und ohne wirklich darauf einzugehen, was denn eigentlich der Grund ist, sagte ihr, es wäre für sie beide besser, wenn sie ihre Beziehung beenden würden. Und ich bin recht zufrieden, dass Tom derjenige ist, der Schluss macht und nicht umgekehrt. Star meinte, sie wäre zwar nicht die beste Freundin gewesen, aber mit Sicherheit auch nicht die schlechteste. Sie bemerkt also selbst ein wenig, dass das zwischen ihnen nicht unbedingt so perfekt lief. Dafür aber akzeptiert sie Toms Entscheidung. Übrigens, der Helikopter, den sie einfriert, um Tom besser verstehen zu können, ja, den behaltet mal noch ein kleines Momentchen im Hinterkopf. Tom jedenfalls meint, er bräuchte erstmal eine Pause von Star, auch als platonische Freundin, weil es sonst einfach zu sehr wehtun würde. Schon will er sich ein Portal erschaffen, nur blöderweise funktioniert das nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat, und Star versucht, ihm zur Hilfe zu kommen. Aber auch sie kann kein Portal erschaffen. Sie beide kommen zu der Theorie, dass es vielleicht an ihrer Gefühlswelt liegt und sie viel zu aufgewühlt sind, um ein Portal zu schaffen. Aber da später selbst Marco kein Portal mit seiner Schere öffnen kann, merken sie schnell, dass es wohl doch einen anderen Grund geben muss, warum sie keine Verbindung herstellen können. Tom bleibt also letzten Endes in Marcos Haus und sein Vater Raphael ist so aufgelöst, dass Tom und Star sich getrennt haben, dass er die Sad Teen Hotline anruft und den ganzen Abend lang am Telefon hängt, bis die Leute von der Hotline bemerken, ups, wir haben da einen Vater an der anderen Leitung und keinen Teenager. Tja, und daraufhin legen sie auf. Tom schläft derweil bei Marco im Zimmer und sie beide unterhalten sich ein wenig über Marcos Trennung von Jackie, bis plötzlich Star ins Zimmer stürmt und sagt, sie könne absolut niemanden in Muni erreichen und dass es spätestens jetzt an der Zeit wäre, der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist übrigens auch der Zeitpunkt, an dem der Helikopter, den Star zuvor eingefroren hat, abstürzt und in Flammen aufgeht. Wartet, heißt das, Star hat den, wie auch immer im Hubschrauber saß, umgebracht? Ja, wie auch immer. Am nächsten Morgen machen sie sich auf die Suche nach Jenna, denn Star fällt auf, dass sie plötzlich einfach im Muni aufgetaucht ist, ohne dass irgendwer wusste, wie und warum. Und ich finde es klasse, dass sie dieses lose Ende nochmal aufgegriffen haben, denn ehrlich gesagt dachte ich, sie belassen es einfach dabei. Tom vermutet, sie würde sich bestimmt an einem Ort wie zum Beispiel einem Monster-Truck-Friedhof befinden und liegt damit goldrichtig. Die drei machen sich auf den Weg und warten bei Jennas Eltern auf sie. Zum ersten Mal bekommen wir einen Blick auf ihr Zimmer und während Star und Marco das eher creepy finden, ist Tom von der Innenausstattung recht beeindruckt. Jenna bleibt allerdings dabei, dass sie sich nicht erinnern kann, wie sie nach Muni kam und sie beschließen, den Tag einfach nochmal nachzuleben. Während dieser Sequenz sagt Tom Marco, dass es für ihn in Ordnung wäre, sollten Marco und Star zusammenenden. Immerhin gehören sie beide zu seinen besten Freunden und ihm ist nicht entgangen, wie sehr sie sich mögen. Die Truppe geht weiter, um ein paar Tacos zu futtern. Da fällt Jenna ein, dass sie an dem Tag, wo ihre Erinnerungen aufhören, in den Keller des Taco-Ladens geschlichen ist. Dort finden sie eine alte Steintafel, auf der Glossarik sowie der Realm der Magie, Menschen, Schiffe und einige Einhörner abgebildet sind. Was Marco, nachdem er die Wand etwas studiert hatte, zu dem Schluss bringt, dass die ersten Mew-Menschen tatsächlich von der Erde gekommen sein müssten. Und damit hätten wir nun endlich auch die Erklärung für die Monde auf seinem Wagen und warum er sofort fähig war, Stars Zauberstab zu benutzen. Hier nun finden sie auch einen Zugang zum Realm der Magie und benutzen das Auto, welches sie vor dem Einfluss der stark konzentrierten Magie schützen soll. Stars Einhorn oder Milhorst bzw. das Erstgeborene, welches sie immer zu Tochter nennt, was auch irgendwo tatsächlich der Fall ist, wo sie es erschaffen hat, zieht das Auto in Richtung des Flusses, welches sie nach Muni führen würde. Auf dem Weg dorthin verlieren sie allerdings dennoch vorübergehend ihren Verstand und in diesem Zustand
Zustand, sagte Markus da doch tatsächlich, er würde immer mit ihr zusammenbleiben wollen. Und Jenna bewundert Tom für sein drittes Auge und meint, jeder Kerl sollte drei Augen haben. Ja, mal sehen, wohin das führen wird. Das Erstgeborene wird angegriffen und lässt die Gruppe vorübergehend allein. In dieser Zeit sehen wir, dass der Realm immer weiter am Korrumpieren von dunkler Magie ist und sich die Einhörner nach und nach in eine böse Version ihrer selbst verwandeln, mit einem einzigen Ziel, nämlich Zerstörung, ganz wie der verbotene Zauber von Eclipsa. Jenna fängt eines dieser korrumpierten Einhörner ein und steckt es sich unter die Mütze, wo es auch vermutlich bleibt, selbst wenn sie später nach Muni teleportiert werden. Dies könnte nun eventuell darauf hindeuten, dass Glossarik mit diesem einen neuen Zauberstab herstellt, zum Beispiel dann, wenn mit Eclipsas Zauberstab etwas passieren sollte. Denn im Gegensatz zu Star etwa hat sie das Dip Down nie erlernt und ist auf ihren Zauberstab angewiesen. Vielleicht würde Jenna auch selbst lernen, ihn zu nutzen, wer weiß. Star, Marco und Jenna sind jedenfalls wieder in Muni, wo ein heftiger Kampf zwischen Mina und Globko ausbricht, den letzterer verliert. Eclipsa nimmt den Kampf auf, doch auch sie scheint der gewaltigen Kraft der Solaria-Rüstung unterlegen zu sein. All ihre mächtigen Zauber bewirken rein gar nichts und am Ende der Folge sehen wir, wie ihr Schild langsam zerbricht, was einen zu der Vermutung führen könnte, dass der dunkle Zauber ohne Namen, welchen wir in dieser Staffel bereits gesehen haben und dessen einziges Ziel pure Zerstörung ist, tja eben diesen Zauber könnte Eclipsa früher oder später einsetzen. Er würde ein unsterbliches Wesen wie Mina erledigen und vermutlich selbst die Solaria-Rüstung pulverisieren. Aber diese Art von Magie hat es ordentlich in sich und der Realm der Magie ist ohnehin schon stark korrumpiert. Womöglich steht nach Mina in einem solchen Fall noch ein Kampf gegen das an, was aus diesem Realm in die anderen Dimensionen austreten könnte, um dort eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen. Wo Tom gelandet ist, wissen wir nicht. Womöglich ist er sogar noch im magischen Realm. Star landet bei ihrem ersten Zauber Dup Dup und macht sich gleich darauf auf den Weg zu ihrer Mutter, um sie um Hilfe zu bitten. Moon hat indessen eine Mauer um das Mew-Menschendorf gebaut und ob sie gegen Mina antritt oder nicht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht. Marco ist in der Wäscherei gelandet und Jenna bei Meteora und Globcore. Die Serie steht kurz vor ihrem Finale und man merkt es deutlich. Wie fandet ihr die letzten Folgen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal.